Liebe Leute, grüß euch, schön, dass ihr wieder zuschaut. Willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute mit dem Tom und mit der Ines über den Stüdel gerade auf den Großglocken aufgegangen, da hinten. Und ich hoffe, dass die Dokumentation einigermaßen passt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Es ist ja nicht der erste Stüdel gerade, den ich dokumentiere. Aber ich glaube, dass das einmal wieder Zeit gewesen ist. Viel Spaß, kommt's mit! Liebe Leute, ich bitte euch jetzt, dass ihr nicht gleich am Anfang des Videos wegschaltet. Ich möchte euch was erklären. Ich habe während dem gesamten Aufstieg über den Stüdelgrat wenig gesprochen. Die Erklärung dazu kommt gleich. Auf jeden Fall bin ich am 17. August um Mitternacht aufgestanden und dann gleich nach Karls am Großglockner gefahren, wo ich den Tom und die Ines getroffen habe. Wir sind vom Parkplatz beim Lucknerhaus um kurz vor 4 Uhr Richtung Stüdelhütte aufgebrochen, wo wir uns bereits für den Gletscher umgezogen haben. Einen wunderschönen guten Morgen noch einmal, liebe Leute. Jetzt habe ich mich gerade in den Windschatten gestellt. Wir sind mittlerweile bei der Stüdelhütte. Den Aufstieg zur Stüdelhütte habe ich nicht dokumentiert, aber ist ein normaler Wanderweg. Und unser Weg führt uns jetzt da so weiter auf. Dann sind wir auf dem Plateau und dann geht es kerzengerade zurück auf den Gletscher, aufs Teichschnitzkäse. Viel Spaß jetzt. So, jetzt stelle ich euch die zwei Kompagnonen auch noch vor. Einmal ist Tommy mit dem C-Fix-Helm und da die Ines, die kommt auch mit. Tom, schau her einmal. Wir wollen nicht nur einen Helm sehen. Ah. Und? Fesche Schuhe. Fescher Bur, fescher Schuhe. Fescher Bur, fescher Schuhe. Fescher Stirndl, fescher Helm. Im sensationellen Morgenlicht sind wir dann von der Stüdelhütte zum Rande des Teichschnitzkäs gegangen, wo wir uns dann angeseilt haben. Jetzt kommt die sogenannte Erklärung, die ich vorhin angesprochen habe. Der Markus Strobel hat mein letztes Video zur großen Gesäuseüberschreitung kommentiert. Ich bin ihm wirklich sehr dankbar für den Kommentar. Markus, wenn du das Video anschaust, es ist wirklich so gemeint, wie ich es jetzt gerade sage. Ich bin da sehr dankbar dafür. Ich kann den Kommentar nämlich super in dem Video jetzt aufgreifen. Der Markus hat gemeint, dass er viel Stöhn zu albern gefunden hat und dass wir beispielsweise bei einer Stöhe die Bianca abgelenkt haben. Zum zweiten Punkt ist zum sagen, dass dieser Zuschauer, der gar nicht dabei gewesen ist, nicht beurteilen kann. Das können nicht einmal der Flo und ich beurteilen. Die einzige Person, die das beurteilen kann, ist die Bianca selber. Der Flo und ich wissen aber, was die Bianca kann und dementsprechend wissen wir auch, dass ein Zwarer im Abklettern für sie kein Problem ist. Und jetzt zum ersten Punkt. Der kommt nämlich gerade in dem Video zum Stüdelgrat hier super zum Tragen. So, da drüben haben wir uns das auch gemacht. Unweit von der Stüdelhütte entfernt. Der Markus und die Liker seines Kommentars finden, dass da viel Albernkeit drinnen ist. Ich gebe ihm recht. Meine Freund und ich sind nämlich lustige Menschen. Alle meine Freund. Wir gehen mit einer riesengroßen Leidenschaft und einer wahnsinnig großen Freude in den Berg. Jeder von uns. Das ist es vermutlich auch, was meine Freund und mich so einzigartig macht. Wir haben eine Freude und wir teilen die Freude mit euch. Ihr seid herzlich eingeladen, bei unseren Abenteuern teilzuhaben. Was meinen Kanal noch dazu ausmacht, ist folgendes. Ich bringe authentische Darstellungen. Bei mir läuft gar nichts nach Drehbuch. Ich beschönige gar nichts. Das könnt ihr nachvollziehen in jedem Video. Drum steht auch der Text drin.
dass ich zu 100% hinter dem stehe, was ich veröffentliche. Und darüber diskutiere ich einfach nicht. In Gseis haben wir Freude gehabt. In Gseis waren wir allein. Es war ein wunderschöner Tag. Bei der Tour, die ihr jetzt da seht, auf dem Großglockner rauf, da waren wir mit wahnsinnig viel Leuten unterwegs. Es war kalt. Es war windig. Wir haben eine Rücksicht auf andere Bergsteiger und auf uns drei nehmen müssen. Darum ist das Video auch wieder ein voller Kontrast zu dem Gseis-Video. Aber es ist genauso authentisch. Wenn ihr uns albern findet, dann ist das okay. Dann sind wir halt albern. Aber lieber albern und gut drauf, als alle am Besen, ihr wisst eh schon wo. Bei der Tour haben wir nämlich eh lang genug den Besen da hinten drin gehabt. Beim Einstieg vom Stübelgrat, da gab es zwei Möglichkeiten. Entweder man steigt da vorne ein und geht über den Grat drüber, dann hat man ein Dreierstö. Oder man geht da rauf, da ist es ein bisschen brüchiger, hat aber dafür nur ein Zweier. Maximal. Und wir gehen jetzt dann am Laufenden, gell? Wir haben uns beim Einstieg in den Stüdelgrat fürs Gehen am laufenden Seil entschieden. Das ist eine spezielle Technik, die man gut beherrschen muss, wenn man sie einsetzt. Das Gehen am laufenden Seil wird vor allem an Graten verwendet, weil sie teilweise schwer abzusichern sind. Die Herausforderung beim Gehen am laufenden Seil ist, dass man der Absturz- und Mitreißgefahr trotzt. Ich will daher jeden, der sich das jetzt von uns abschaut, davon abraten, das nachzumachen. Tom, der den ganzen Stüdelgrat vorgestiegen ist, ist Ausbildner für den Alpenverein. Und der Tom weiß ganz genau, was er macht. Der Stüdelgrat wird oft als bester und beliebtester Gratanstieg auf den Großglockner, das Dach Österreichs, bezeichnet. Er wird von viel Leid unterschätzt. Eventuelle Vereisung und die Länge des Grates machen den Stüdelgrat zu einer ernsthaften Tour, obwohl die Schwierigkeit mir über den dritten Grat ausgeht. Ihr habt jetzt gerade gesehen, wie wir über 1er bis 2er Blockgelände in den Grat eingestiegen sind. Gut, dass du einen Helm auf hast, gell? Die Kaminrinne mit ihrer 2 Plus ist eine der ersten Schlüsselstellen. Gerade am Anfang befindet man sie immer an der Westseite oder direkt am Grat. Das ist es auch, was unser lokales Alpenklima so ausmacht. Wir haben sehr oft eine Westströmung. Genauso an dem Tag.
mit starkem Wind, den ich im Video eh schon unterdrückt habe, damit ihr mich versteht, was ich da mit euch rede. So, wir führen jetzt gerade eine Partie Tschechen auch noch. Zwangen wir einen Weg. Nicht mehr weit, da oben ist das Frühstücksplatz. Da oben geht es dann zum Frühstücksplatz. Das ist das Frühstücksplatz? Ja. Ja, genau. Sind wir gleich oben. Das Windrauschen ist übrigens auch so ein Punkt, den ich jetzt gern mal direkt im Video ansprechen will. Ich werde mir definitiv nie irgendeinen Schutz fürs Mikro zulegen. Ich will, dass ihr über meine Videos spürt, wie es uns bei einer Tour geht. Ich will, dass ihr euch einversetzen könnt, wie es sich anfühlt am Körper, wenn man stundenlang unterwegs ist, stundenlang mit anderen Bergsteigern im Stau steht und stundenlang dem Wind bei Minusgraden ausgesetzt ist. Kletternd, mit dünnen Handschuhen, frierend, weil man nicht ordentlich vorankommt, aufgrund anderer Seilschaften, aufgrund der Tatsache, dass man durch die sichere Zeit verplempert. Mir ist es wichtig. Auf Instagram, Facebook und YouTube gibt es so viele Beschönigungen, dass eh alles gut ist. Mir ist es wichtig, dass ihr seht, wie es in der Realität abläuft und nicht, wie es irgendwo auf einem Foto drauf ist. Meine zweite Chance, mein zweites Leben, das will ich dafür nutzen, dass ich anderen Menschen dabei helfen kann, dass sie sich nicht selber falsch einschätzen. Und wenn ich nur einem Menschen dabei geholfen habe, hat sich das für mich schon ausgezahlt. Darum setze ich auch meine Videos so, wie sie sind. Nichts beschönigend, authentisch, und für manche leider auch mit Wind, aber der gehört einfach da dazu. Ja, das ist jetzt die Buffet-Aussicht vom Frühstücksplatz. Stüdelhütten hat ein Frühstück hergebracht. Durch die Westseite sind wir dann über maximal 2 Grad Kraxelei zum Frühstücksplatz gekommen. Als Richtwert könnt ihr es euch merken, dass man von der Stüdelhütte bis zum Platzerl maximal 3 Stunden brauchen sollte. Denn da beginnen erst die wirklichen Schwierigkeiten des Grates. Bis dahin kann man theoretisch umdrehen. Aber ab dem Frühstücksplatzerl, da wird es schwieriger zum Umdrehen. Du kannst die Echsen dann wieder hängen lassen. Ja. Soll ich die einhängen oder? Nein, brauchst du nicht. Beim Frühstücksplatz als 60 A, wie viel an dem Tag los gewesen ist. Obwohl das Wetter schlecht war, stellt euch jetzt einmal vor, was da im Stüdelgrad abgeht, wenn das Wetter gut ist. So Leute, jetzt sind wir bei der Kanzel. Das ist so ziemlich der berühmteste Platz am Stüdelgrad. Schaut von vorne sehr mächtig aus. Ist nicht schwer, aber ziemlich ausgesetzt geht es da um. Schaut einmal, da geht es runter. Aber es ist unser Gelände ausgesetzt. Da braucht es nur einen großen Schritt um und schon hat man es geschafft. Die Drahtseilverschneidung ist im Topo mit einer 3 angegeben und ist beim ersten Mal gehen definitiv ein bisschen eine Herausforderung. Man muss dabei schauen, wie man den Ausstieg am besten erwischt.
So, wir kommen jetzt von da her. Der Dom hat eine Alternativroute gefunden. Und in Wirklichkeit geht es da drüben her. Aber ich glaube, der Dom wollte vom Wind flüchten. Du kannst oben drüber gehen oder die seitlich festhalten, wie es dir lieber ist. Schlüsselstörer fuhren. Muss man sich so aufhankeln. Bitte? Da wo er ist, ja genau. Die Platten ist das so abschüssig. Der Hangelgrat ja. Mit seiner 3 ist für mich die Schlüsselstörer der Tour. Oh, jetzt der Dom. Der Fels hängt ein bisschen blöd nach rechts runter und ist bereits sehr angeschmiert. Wenn man am Seil geht, ist der erste Bohrhaken etwas weit weg und es braucht Mut, dass man auf die Platte des Grates aufsteigt. Das ist aber der Schlüssel zum schnellen Durchkommen. Denn ist man auf die Platten aufgestiegen, dann kann man sich super direkt mit den Händen am Grat seitlich raufhangeln. Unterhalb der Platten bin ich beispielsweise im Winter mal vorgestiegen. Im Sommer ist es fast unmöglich bzw. wesentlich schwerer als ein Dreier. Der Tom ist übrigens bei meiner ersten Stüdelgrat-Tour mal links vom Hangelgrat durch eine Verschneidung auf. Meine Knie haben danach aber sehr alpin ausgeschaut. Nein, brauchst du nichts. Danke. Am Schluss der Tour kommt noch einmal eine kleine Schlüsselstöhe. Von einem Überhang hängt ein Seil runter, an dem man sie aufziehen kann. Die Stöhe ist im Topo als 3+ angegeben. Das ist übrigens die Stöhe, bei der Erstbegehung des Stüdelgrats von oben ein Seil runtergeworfen worden ist. Damit die Erstbegeher durchgekommen sind. Sozusagen haben wir die Erstbegeher damals Hilfe von oben bekommen. Am Gipfel habe ich nur kurz und emotionslos gesprochen, weil ziemlich viel Betrieb gewesen ist. Der Abstieg ist wieder normal in alter Gewohnheit für euch dokumentiert. Voller Einsatz. Da ist wegen dem Wind besser gegangen. Ich hoffe, die Audiokommentare haben euch gefallen. Und ich hoffe, damit einen Mehrwert generieren können. Jetzt gehen wir von da unten her. Jetzt geht es da noch rauf. Und nachher sind wir bald am Gipfel. Jetzt
zwei Grad, vielleicht schwerer wird es jetzt nicht mehr. Soweit ich jetzt recherchiert habe, ist das die bestkommentierte Stühlgrad-Tour, die es auf YouTube gibt. Schreibt uns gerne in die Kommentare rein, wie euch das Format jetzt gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Es kriegt jede Woche mindestens ein Video. Genauso freue ich mich über einen Daumen nach oben und über das Weiterempfehlen von dem Video. Aber jetzt wieder weiter mit der Originaltonspur. So, jetzt sind wir hier oben. Die Gipfelaufnahme ist ein bisschen kürzer wie sonst. Schaut euch auf die anderen Glockner-Videos an. So schaut es da aus, viel los. Jetzt schauen wir, dass wir gut runterkommen über den Normalweg, den nehme ich nachher auch noch auf. Auf jeden Fall, da ganz vorn draußen ist der Parkplatz und da sind wir in der Früh auch gekommen. Fernsicht genial. Herrlich. Ja, da sind die Steine schon ein bisschen angespeckt. Der Dom hat die Erklärung gerade gehabt. Er hat gesagt, da sind schon zwei, drei Leute draufgegangen. Vielleicht liegt es an dem. Zur Information: Die Tiere sind jetzt überall so Stangen. Da kann man sich gut absichern. Und es ist einmal ein kurzes Stück, wo ein Zweier ist. Gibt aber viel Griffe und Tritte. Und da vorne staut sie sich normalerweise immer. Das ist jetzt die Zweierstelle da. Und da links Pallavicini. Da unten ist die Pasterzen. Der Tuttenfuhren. Giesbachhorn. Tennengebirge ganz hinten. Und da der Dachstein. Jetzt haben wir eh fast daheim, da haben wir mal Stennerbier gesehen, gell? Ja, ja. Gewaltig. Und da Hochbetrieb am Kleinglockner. So, das ist jetzt da die Abkraxelstelle von oben auf unten gesehen. Da ist sogar was drinnen. Und das ist der Hüdegrat, den man ab und zu auf die Videos sieht. Da geht es auf die Südseiten rein. Und da ist die Pallavicinerin, auch schon schön ab. Und da geht es jetzt dann auf den kleinen Glocken rauf. Beim Schnee ein bisschen aufpassen, der ist voll rutschig. Okay. Wenn du die Felsen kriegst, das gescheit in die Felsen. So, Ines und Tom am kleinen Glockner herum, gewaltig. Tom hängt schon die Zunge raus, so ein Durst hat er. Ja, der Topf. Der Topf ruft. Der Topf da unten bei der Adlersruhe. Da soll es einen schönen Topf geben, scheinbar. So, die Ines steigt gerade ins Glockner Eisleitl an. Da spülen sie tagtäglich Dramen an. Und es ist momentan kein Eis da, das ist eher Erdpulver, wenn es so schaut. Gell, Erdpulver ist das. Ja. Erdpulver gibt es nicht nur im Ötztal, das gibt es auch am Großglockner. Eisleitl. Thank you.
Da siehst du echt die wildesten Sachen. Warten, warten, warten. Schaut mal, was da für Stau ist da oben. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Auf jeden Fall, jetzt wird es 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Leute befinden sich momentan gleichzeitig in der Höhle. Also das ist irre, das ist ein Wahnsinn. Abartig, was da immer los ist. Wahnsinn. Und die vier, ja, die sind gerade erst jetzt an den Ohr gekommen. Ja. That's it. So, von da hinten sind wir jetzt durchs Pulver vom Bahnhof runtergekommen. Da haben wir gerade ein Seil zusammen, mit dem man die Innen sauber gesichert hat. Und da ist jetzt schon einiges angenehmer. Die gehen ohne Eisen. Meine sind schon stumpf, also egal. Bis zur Hütte mit Steigeisen. Und ich glaube, bei der Adlershöhe werden wir mal kurz reinkehren. Ja. Ratschpulver. Hinter mir oben ist der Mürztalersteig und wir sind jetzt an einem Gletscher, am alten Karlserweg, so heißt der. Da oben sind wir runtergekommen. Und schön gespurt, aber Spalten auch schon ein paar gefunden. Berg alles flott wie ein Ganzsei. Ja? Berg alles flott wie ein Ganzsei. Ja. Ja. Hier hat sich die ganze Kraft nur für Sorgen aufgeregt. Ja. Da vorne geht es richtig zu. Und Chili natürlich. Wir warten das jetzt noch ab und dann schlagen wir auch zu Stärken ins. Wir werden uns sehr stärken. Wir werden uns stärken, genau. Ja. Dass wir morgen wieder Kraft haben. Ja. Weißbiersaft gibt Weißbierkraft. Das war jetzt eine Weisheit von dir. Das war eine althuberische Weisheit. Ja, liebe Leute, ich hoffe, euch hat die Tour auf dem Stüdelgrat mit dem Tom und mit der Ines gut gefallen. Wenn das der Fall war, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr in Zukunft nichts mehr versäumen wollt, dann abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert am besten gleich die graue Glocke dazu. Von meiner Seite aus danke, dass ihr dabei wart. Pfiat euch, ciao, bis zum nächsten Mal.